So, hallo, wir machen weiter bei Trackmania in Strecken vom lieben Eduardo Woken. Und das letzte Mal haben wir Strecken gefahren und jetzt fahren wir auch wieder Strecken, Mensch. Ach ja, ich bin ja begeistert, wie toll ich das analysiert habe. Burgstrecke 1a. Da kommen jetzt offensichtlich mehrere von der gleichen Art und Weise. Gucken wir mal. Da darf ich nicht rein, da darf ich nicht rein. Wer hätte es gedacht? Da muss ich lang. Aha. Schön, dass er da Schilder hingesetzt hat. Sonst hätten wir doch wieder so ein Labyrinth gehabt. Aber er hat ja gemeint, diesmal gibt es kein Labyrinth. Ich bin gespannt. Niesen. Ich muss gleich ein bisschen gähnen. Entschuldigung. Das hat aber nichts mit der Strecke zu tun. So. Okay. Na, dann fahren wir mal so ein bisschen hier entlang und ich versuche mal wieder über irgendwas zu reden. Das ist bei Trackmania immer echt so ein bisschen schwierig. Die Videos interessant zu machen. Weil einfach nur, wie gesagt, ich selbst will mir da halt nicht so gerne zugucken, wie ich da durch die Gegend düse. Das finde ich irgendwie nicht so interessant. Ich weiß jetzt aber auch nicht, worüber ich reden könnte. Ich könnte wieder über Kill la Kill reden und wie toll der Anime ist. Und dass ihr den gucken solltet. Aber. Oh. Aber ich will auch nicht spoilern. Ich könnte zumindest sagen, bei Kill la Kill, es ist jetzt kein gewöhnlicher Anime. Es ist auch kein Anime, den man irgendwie einkategorisieren könnte. Der passt in keine Schublade, könnte man sagen. Ich glaube, das steht sogar so hinten auf den DVD-Boxen drauf. Nein! Wrong way? Oh. Ach so. Ja, danke, Silber, cool. Der passt in keine Schublade. Er ist lustig. Er ist dramatisch. Er ist unfassbar verrückt. Und unfassbar zufällig. Es gibt. Zwei. Ach so, wir sind immer auf demselben Stück. Ah, das ist auch eine coole Idee. Wir fahren sozusagen immer in derselben Welt herum, nur eine andere Strecke. Das ist cool, das gefällt mir. Das heißt, wenn man möchte, kann man das im Prinzip auch Open World mäßig einfach so halt befahren und kann so ein bisschen rumfahren halt. Denn es ist alles miteinander verbunden. Das ist ja schön. Oh Gott. Mama! Das ging ja. Nein! Was? Ich hatte doch da drüben einen Checkpoint. Hatte ich da drüben keinen Checkpoint? Ich dachte, ich hatte. Nein, das war kein Checkpoint. Das war einfach nur das Pfeilding. Puh! Das. Wow. Ich hänge an dem Pfeilding. Lass mich runter. Danke. Ich hätte hier keinen Checkpoint, stimmt. Ja, der Anime ist unheimlich zufällig. Er ist nicht tiefgründig oder so. Man kann jetzt nicht sowas erwarten wie, weiß ich nicht. Darf ich hier oben und unten lang, ich hoffe? Darunter. Wie Death Note oder so, es ist jetzt nichts. Aber der Anime schafft es halt trotzdem, unglaublich emotional zu werden an manchen Stellen. Am Anfang ist man so ein bisschen in dem What the fuck-Modus. Was ist das überhaupt? Will ich das gucken? Und so nach und nach entwickelt sich aber tatsächlich eine ziemlich geile Story. Ich glaube, so kann man das sagen. Nein, warum? Oh.
Die Pfeile hier sind echt stark. Da kriegst du selbst beim kleinsten drüberfahren, kriegst du noch so einen Schub mit. Nein, nein, nein. Kann ich erst berühren. Oder das Auto ist echt schwach. Das könnte natürlich auch sein. Eins von beide. So, ich glaube, wir kommen langsam wieder in Ziborg. Jawohl, und da ist dann das Ziel. Das ist cool gemacht. Diesmal nach links, nach rechts dahin. Das ist echt cool gemacht. Ach, das Ziel ist immer das gleiche. Das Ziel ist immer das gleiche, es ist ja dieselbe Welt. Also hat er auch nur ein Ziel gesetzt. Sonst könnte man da ja in jedes Ziel reinfahren, wenn es da mehrere gäbe. Das macht Sinn. So, habe ich jetzt genug von Killer Kill geschwärmt? Ich glaube schon. Die nächste Burg. Also nicht die nächste. Die gleiche Burg. Der gleiche Start. Aber eine andere Fahrweise. Das ist cool. Das gefällt mir. Doch, das gefällt mir echt. Und wir dürfen immer noch nicht hier geradeaus nach oben. Doch. Doch, wir müssen diesmal da hoch, okay. Mein Fehler. Mein Fehler. Nö. Nochmal mein Fehler. Scheiße. Die Musik bei Killer Kill, um da nochmal den einen oder anderen zu motivieren, ist von demselben Typen, der die Shingeki no Kyojin Musik gemacht hat, also Attack on Titan. Und der macht natürlich grandiose Soundtracks. Kann man nicht anders sagen. Und auch bei Killer Kill hat er wieder richtig toll. Wo muss ich hin? Hier runter? Ich muss durch den Schneewald. Tja. Mensch, ich sehe ja echt viel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Da sind Pfeile. Ich bin hier richtig, oh mein Gott. Yes. Oh. Da hinten sind die nächsten Pfeile, okay. Ich muss also wirklich hier durch. Na gut. Auch kein Thema. Wo war das? War das hier? Wo sind die Pfeile? Da. Ich bin richtig, juhu. Okay. Flop. Und jetzt, ich fahre einfach den Weg mal hier. Also wenn man das als Weg bezeichnen kann. Aber ich fahre einfach mal den Weg hier hinterher. Irgendwohin wird er mich schon führen. Ja, zum nächsten Checkpoint. Sehr schön. Und jetzt? Okay, wir fahren links rum. Halt, ich kann jetzt mich von hier oben umgucken. Da. Da geht's wieder weiter. Sehr schön. Jetzt kommen wir schon in die Burg. Ach, guck mal. Das ging ja schnell. Dann kriegen wir auch bestimmt gleich das Ziel präsentiert. Jawohl. Supi. Supi, supi. Und das letzte Burglevel. So. Okay. Mal habe ich hier eigentlich die Musik schon wieder ausgemacht. Es ist so still. So. Mehr Musik bitte.
Die beste Musik gibt es aber sowieso beim Stadium Car. Fahr hoch. Du schaffst es. You can do this. Whoops. Ach, scheiße. Fahr hoch. Okay. Dachte schon, ich schaffe es nicht. Dann schaffen wir ja mal wieder Silber, das wäre ja schön. Muss man aber auch echt sagen, vom Aufbauen her ist das wieder eine wunderschöne Welt gewesen. Er hat es geschafft, hier 4 Strecken unterzukriegen. 4 unterschiedliche Strecken. Die unterschiedliche Themen jeweils hatten. Das ist schon echt cool. Das ist schon mehr Abwechslung, als manche andere echten Rennspiele bieten. Und das in einer einzigen Welt. Also, wie gesagt, man kann mit Trackmania so viel geiles Zeug machen, wenn man das ein bisschen kann. Und drauf hat. Also ich nicht. Ich kann es nur fahren und das ist schlecht. Aber ich fahre es. Und die Gebrüder Feldmann, die haben das halt echt drauf. Auch wenn das jetzt hier nur der Bruder war vom Fritz. Der dann vermutlich André heißt, wenn sein anderer Account auch André heißt hier. Und nicht nur Eduardo Devoken. So, flups. Jedenfalls, wie gesagt, wo muss ich lang? Achso, war egal. War egal, war einfach nur ein Quadrat. Oder Rechteck, falls man sich nicht ganz sicher ist. Und wir kommen hier wieder rein. Jawoll. Und das war's. Goldmedaille. Sehr schön. Ich glaube, das war die erste Goldmedaille. Gut, genug Burg. Wir kommen zu den Alamagan. Aha. Was ist das denn? Alamagan, Alter, Alamagan. Entschuldigung. Irgendwas Dschungeliges. Ich wusste bisher gerade noch gar nicht, also ich wusste es wahrscheinlich schon, aber es ist mir gerade irgendwie neu, dass es bei dem Auto auch Tunnelelemente gab zum Bauen. Das sieht echt schön aus. Das ist echt schön gebaut. Meine Herren. Jetzt mal ganz im Ernst, die Strecke hier ist wunderschön gebaut. Die hat so richtig... irgendwie so richtig was Atmosphärisches. Gut, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Ich wollte gerade sagen, es könnte auch eine Strecke auf einer echten Insel sein. Und dann kam der Sprung. Aber fast. Jetzt leckt es ein bisschen, was ist denn jetzt los? Nicht lecken bei der schönen Strecke, bitte. Ich starte die Aufnahme kurz neu. So, ich hoffe, jetzt leckt es weniger. Mal gucken. Denn das ist echt eine schöne Strecke und es wäre schade, wenn es hier zu sehr rumleckt. Das will ich nicht. Nein, 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 will ich nicht. Nein, nein, nein. Flop. Die sieht echt schön aus. Oh. Da geht's runter. Okay, da fahren wir ein bisschen schneller. Ich fahre bewusst auch gerade ein bisschen langsamer. Weniger auf Zeit, sondern ich will das ein bisschen genießen hier. Das ist echt schön gebaut. Kompliment. Flomp. Das war eine echt schöne Strecke.
So jetzt von der Atmosphäre und von der Natur her. Echt schön. Muss jetzt wieder dran denken, dass wir schon 14 Minuten da hatten vorhin. Das heißt, ich darf jetzt so maximal 6 bis 7 aufnehmen. Und wir machen weiter mit Micromachine. Oh, 4 Minuten 5. Na gut. Das könnte dann gerade so hinhauen. Ach so, das sind ja sowieso wieder Runden. Wie viele Runden sind denn das hier? 2, okay. Was? Ich steuere hier den roten Punkt oder was? Das ist interessant zu steuern gerade. Da. Okay. Weil der sich halt nicht dreht, der rote Punkt, und ich weiß nicht, wie das Auto steht. Was so? Warum lässt du mich hier nicht in mein Auto gucken? Sehen. Okay. Okay. Kein Problem. Es ist alles in Ordnung. Ich muss mir nur immer vorstellen, wie das Auto gerade dreht. Dann weiß ich auch in etwa, wie ich drücken muss. Da sieht man sie mal kurz auf dem Holz. Warum sieht man es auf der Straße nicht? Warum sieht man da nur so einen komischen roten Punkt? Der voll hässlich ist. Ach, wir fahren unterirdisch. Ich Vollpfosten. Natürlich, wir fahren die ganze Zeit unterirdisch. Und die Straße markiert nur den Weg. Und ich bin eigentlich da unten in dieser Höhe, in diesen Tunneln drin. Okay. Okay. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber jetzt habe ich es kapiert, warum ich da nur das Auto sehe und sonst nicht. Da verstehe ich jetzt aber echt nicht, das hätte. Warum muss man das im Tunnel dann entlang fahren lassen? Hätte man doch genauso jetzt einfach auf der Strecke da oben fahren können. Die einen kurzen Momente, wo man gerade mal draußen ist, hätte man einfach einen Checkpoint hinsetzen. Weil die Steuerung ist so echt ein bisschen komisch. Weil man das Auto nicht sehen kann. Das war die Runde. Da fahre ich jetzt auch nicht die zweite Runde, wirklich nicht. Das ist ein bisschen komisch zu steuern. Was wäre das nächste? Botanischer Garten. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal tatsächlich an. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.